Hallo, liebe Camper, ich wollte mich mal wieder melden. Wir haben noch die Zeit von Corona. Positiv ist allerdings, dass bereits erste Lockerungen eingetreten sind und man kann dieses auch bei den Menschen spüren. Ich habe dies zum Anlass genommen und bin mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, und zwar am Stadler Meer entlang. Hier komme ich aus Richtung Hagenburg auf das Gewässer zu. Sie sehen, die Bänke sind paarweise besetzt. Hier und da sind allein welche unterwegs. Die Abstände werden eingehalten. Und wenn man jetzt hier mal guckt, es ist kaum jemand unterwegs. Wir haben eben Zeiten von Corona. So, ich bin auf der Promenade mit dem Fahrrad ein Ende lang gefahren. Ich komme, wie gesagt, von Richtung Hagenburger Kanal, fahre die Promenade entlang Richtung Steinhude. Und wie gesagt, nur vereinzelt sind Leute unterwegs. Ich muss dazu sagen, in dieser Jahreszeit und bei dem Wetter wäre unter normalen Umständen hier erheblich mehr los gewesen. Aus dem Grunde hatte man auch den Fuß- und Radweg mal getrennt. Wie man hier sieht, haben wir einen Radweg und einen Fußweg mittlerweile. Hier kommen wir an die sogenannte Bastion 1. Da haben wir eine Schutzhütte. Auch hier nur wenig Menschen, obwohl das jetzt schon ziemlich nah an der Ortschaft ist. Wir kommen jetzt auf eine öffentliche Toilettenanlage zu. Da führt der Weg rechts im Bogen um diese Bäume herum, die natürlich nicht entfernt wurden im Zuge des Radwegebaus. Und wenn wir dann nach links abgebogen sind, rechts haben wir ausgedehnte Wiesenflächen, dann sehen Sie jetzt auch linksseitig schon die ersten Häuser von Steinhude. Es sind alles Wassergrundstücke, muss man sagen, sehr ruhig gelegen. Die Straße nennt sich Lütjendeile und wir fahren von hier aus in Richtung Ortsmitte. Ich selber bin allerdings nicht bis in den Ort hineingefahren. Wir kommen gleich an eine Stelle, da biege ich rechts ab über einen Feldweg. Linke Hand werden wir dann gleich sehen, da gibt es einen Minigolfplatz und auch eine Grillhütte ist dort vorhanden. Diese Grillhütte kann man mieten, wenn man möchte. Hier sieht man das links. Mieten natürlich zu normalen Zeiten, weil jetzt darf man ja nicht mit mehreren Leuten zusammen sein und das lohnt sich nur mit größeren Gesellschaften. Hier rechts sind Großparkplätze angelegt. Man konnte eben Absperrmaterial sehen, damit die nicht beparkt werden können an sonnigen Wochenenden. Und hier rechts haben wir jetzt unseren Wohnmobilstellplatz. Der verfügt über 164 Stellplätze und ist derzeit völlig verwaist gewesen, als diese Aufnahmen gemacht wurden. Das ist jetzt ungefähr eine Woche her. Sie können sich ja überzeugen, ist ein großer Stellplatz. Sanitäranlagen sind auch vorhanden. Die Entsorgung und Versorgung ist auch sichergestellt. Ja, was haben wir gemacht, wenn wir schon nicht mit dem Wohnmobil unterwegs sein können? So als Camper sucht man ja nach Lösungen. Hier jetzt mal kurze Aufnahme von meinem Haus. Da gibt es Bauarbeiten, die in Auftrag gegeben hatte. Wir kriegen eine neue Einfahrt komplett. Und aufgrund des Unfalls von Silvia, der mittlerweile auch schon 8 Wochen zurückliegt, haben wir uns entschlossen, auch eine Rampe bauen zu lassen. Wir werden ja alle nicht jünger. Wir wissen nicht, was später mal sein wird, ob wir vielleicht irgendwann mit dem Rollstuhl eh unterwegs sein müssen. Naja. Man sieht, ich habe hier alles wegreißen lassen,
Da wird es eine neue Einfahrt geben. Hier kann man das schon erkennen, dass da wirklich angeht, also eine Rampe entsteht. Hier kommt dann wieder unsere Terrasse hin. Aber derzeit, wie gesagt, ist da ja nun nichts. Ja, was macht man dann, wenn man als Camper an zu Hause gebunden ist? Mit Silvia, die darf sich noch nicht großartig bewegen und ihr Bein benutzen. Ja, das Grundstück geht hinter der Scheune, wo normalerweise das Wohnmobil drin steht, weiter. Sie sehen es, es steht auf einer Rasenfläche hinter dem Haus. Ich habe in der Zwischenzeit überlegt, was können wir mal machen, damit es unser Wohnmobil wird. Man konnte es eben schon mal sehen. Ich habe ein paar Aufkleber herstellen lassen. Einmal unser wischimobil.de, eine Windrose, ein Adlerkopf, das hat mir gefallen. Und an den Seiten haben wir jeweils auch diese Windrose mit der Bezeichnung wischimobil.de. Wollten wir natürlich auch gleich ein bisschen Reklame für unsere Seite machen. Ja, und wenn man wie gesagt nicht weg kann und das Camping einem so ein bisschen fehlt, dann macht man das eben im Garten. Hier sehen wir Silvia und hier haben wir ein paar Freunde zu Besuch. Jetzt sind wir eine Woche weiter. Das ist auch unser Wohnmobilstellplatz. Wir haben heute den 15.05. Die Aufnahme ist von heute Vormittag. Und man sieht, die Lockerung hat es gebracht. Der Wohnmobilstellplatz ist verhältnismäßig gut ausgebucht. Er darf ja eh nur zu 50% belegt sein. Und an der Ampel, die man eben sehen konnte, kann man feststellen, dass diese 50% Auslastung auch vorhanden sind. Die gute Auslastung des Platzes zeigt natürlich auch, dass wir Camper endlich mal wieder raus wollen, los wollen, Gegenden besuchen wollen. Und das ist ja auch schön und es macht Spaß. Ja, das soll es jetzt so als kleiner Zwischenbericht gewesen sein. Ich wollte Ihnen also ein paar Bilder zeigen und natürlich auch die Rückkehr zur in Anführungsstrichen Normalität. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe auf einen Daumen hoch und tschüss, bis zum nächsten Mal.